Guten Tag, meine Damen und Herren. Es freut mich, dass ich hier die Gelegenheit habe, Ihnen ein bisschen den Nebel hoffentlich zu lüften zum Thema Innovation durch private Forschungsdienstleister. Oder ich möchte Sie ein bisschen mehr in die Welt der Industrie entführen. Ich möchte Ihnen kurz was erzählen über unsere Vorgeschichte. Ich möchte auf die Vielschichtigkeit des Themas Innovation eingehen. Ich möchte einen Blick riskieren in die Vergangenheit unserer Kunden. Das sind typischerweise konservative Unternehmen in konservativen Märkten, ausgesprochen zutreffend für die Energiebranche. Dann ein Erfolgsfaktor heute und daraus abgeleitet, wie wir heute die Leistungen anbieten von Seiten der Firma AWTEC. Eine kurze Vorgeschichte. Wir haben das Unternehmen im Jahr 2000 gegründet und haben zu Beginn viele spannende Produkte entwickelt. So zum Beispiel der EasyGlider, ein Produkt im Bereich Elektromobilität, ein Mikro-BHKW basierend auf Stirling-Technologie und noch viele andere Themen auch. Das sind unsere Erfahrungen. Wir haben viel tolle Technik gemacht. Einiges kam in den Markt und scheiterte. Vieles kam, hat es gar nie in den Markt geschafft. Ganz weniges reüssierte im Markt. Wenn Sie jetzt das anschauen, dann sagen Sie, ja, das ist ja klar, das ist normal beim Thema Innovation, so sieht halt die Welt aus. Aber ich bin heute der Meinung, nein, das muss nicht so sein. Das kann man besser machen. Wir wollen beweisen, dass das besser geht. Dazu muss man sich die Vielschichtigkeit des Innovationsthemas vor Augen halten. Wir haben das selbst in jungen Jahren massiv unterschätzt und es wird immer noch unterschätzt. Ich kann Ihnen das nicht in der Breite ausführen. Ich möchte nur drei Elemente rausnehmen. Das eine ist die Marktseite. Märkte sind typischerweise sehr konservativ. Es gibt manchmal Timeslots, wo sie progressiv sind. Es gibt auch wenige spezifische Märkte, die relativ dynamisch sind. Das heißt, die Bereitschaft, überhaupt was Neues aufzunehmen, ist sehr begrenzt. Ein Markt stellt ein komplexes System dar, das mit einem neuen Produkt auch verändert wird. Ich kann kaum vorhersagen, wie das System nachher aussehen wird, also ich habe eine sehr beschränkte Prognosefähigkeit. Auf der anderen Seite haben wir die Unternehmen, die neue Produkte entwickeln, die Produkte in den Markt reinbringen müssen. Das sind Organisationen, die ebenfalls definitiv eine beschränkte Wandlungsfähigkeit haben. Die müssen aber in der Lage sein, diese Produkte aufzunehmen und in geeigneter Art und Weise in den Markt zu tragen. Da ist sicher ein kritischer Erfolgsfaktor, dass ein jeweiliges Innovationsthema geeignet in der Unternehmensstrategie verankert ist. Und dann ganz wichtig, da haben wir einen ganz großen Gestaltungsspielraum, der von der Industrie viel zu wenig ausgeschöpft wird, das Thema Geschäftssystem, wo diese beiden Elemente eben schlussendlich miteinander verknüpft wird, das entscheidend ist am Schluss über den Erfolg oder Misserfolg. Es lohnt sich immer, ein bisschen zu schauen, wo kommt denn die Industrie her, über die wir heute sprechen. Wir haben bis etwa 1990 in der Schweizer Maschinenindustrie eine Situation, wo die Innovation parallel zum wissenschaftlichen Fortschritt verlief. Wir hatten damals eine sehr enge Verknüpfung gerade der Hochschulforschung an der ETH mit der Industrie selbst. Die Leistungssteigerung der Produkte war in den Grundfunktionen möglich. Das ist relativ angenehm für den Markt, weil man weiß, der Markt möchte das. Der Markt hat gerne ein bisschen besser, ein bisschen günstigere Produkte. Da muss man nicht lange diskutieren. Entsprechend hat man eine sehr gute Marktakzeptanz und die Innovation war relativ kundennah, zum Teil auch kundengetrieben. Ich möchte das illustrieren am Beispiel der Effizienz von Gasturbinen und Kombikraftwerke. Ich nehme dieses Beispiel so gerne, weil in einer Gasturbine habe ich vereint den technologischen Fortschritt im Bereich Werkstoffwissenschaften und in Thermo- und Fluiddynamik. Das sind so die, denke ich, Schlüsselgebiete des Maschinenbaus.
Da sieht man, die Effizienz ist tatsächlich schön gestiegen bis etwa 1990. Um 1990 herum haben wir einen Bruch in dieser Welt der Technologie. In den Basistechnologien, in diesen drei Disziplinen, die ich vorhin erwähnt habe, gab es keine substanziellen wissenschaftlichen Fortschritte mehr. Und wir haben gleichzeitig das Thema Globalisierung. Das führt dazu, dass einerseits die Wettbewerbsintensität massiv angestiegen ist. Wir haben ausgereizte Technologien. Logischerweise fährt die Industrie in so einer Situation die F&E-Intensität zurück, weil F&E nicht mehr den Mehrprofit brachte. Die Unternehmen mussten sich konzentrieren auf spezifische Kompetenzen, auf spezifische Märkte, damit sie in der Lage waren, noch wettbewerbsgerecht Leistungen anzubieten. Die Innovation in den letzten 20 Jahren stand nach meiner Wahrnehmung primär im Dienste der Kostenoptimierung. Wenn Sie jetzt das wieder anschauen, in Bezug auf unsere Kraftwerke, dann deckt sich diese Aussage relativ schön mit der Effizienzentwicklung dieser Technologien. Aber meine Damen und Herren, die Welt steht nicht still, das wissen wir alle. Wir sind einem sehr schnellen globalen Wandel unterworfen. Im Moment spürt das auch die Energiebranche. Das schafft Chancen für neue Märkte und Marken, Produkte. Wir haben aber heute eine Situation von einer hochgradig spezialisierten und fragmentierten Industrie. Das schafft ganz neue Herausforderungen für das Thema Innovation. Weil diese Fokussierung ist heute absolut wichtig, um wettbewerbsfähig zu sein. Auf der anderen Seite hemmt das die Innovation extrem. Als letzter Punkt hier habe ich noch, dass häufig Innovationen heute in fremden Branchen und Fachgebieten stattfindet. Das heißt, ich brauche irgendeine neue Form vom Thema, wie ich das Thema Innovation beantworten möchte. Was ich auch wahrnehme bei meinen Kunden ist, dass man heute eigentlich überzeugt ist, reine Prozess- und Kostenoptimierung führen nicht mehr weiter. Da ist die Zitrone ausgepresst. Wir brauchen neue Formen von Innovationen und wenn man das hier anschaut, ist es eigentlich klar, dann muss das irgendwie über das Stichwort Systeminnovationen laufen. Was bedeutet das? Ich bin überzeugt, das zu beherrschen ist ein kritischer Erfolgsfaktor in den nächsten Jahren für die Industrie. Es geht darum, das Know-how über Branchen hinweg zu transferieren, in der Lage zu sein, dieses Wissen zu verschmelzen, wir haben eine Situation, wo Produkt und Dienstleistung zunehmend miteinander verschmilzt. Das schafft neue Chancen, aber auch neue Komplexitäten. Daraus entstehen ganz neue Geschäftssysteme. Und die Herausforderung für die Unternehmungen ist nun, dass es heute nicht mehr klar ist, welche Technologie der Schlüssel zum Erfolg ist. Von morgen darstellt. Das heißt, ich kann nicht mehr auf Vorrat quasi meine Schlüsseltechnologien entwickeln. Ich brauche einen klaren Anker und Orientierung. Das muss heute die Unternehmensstrategie liefern, die ich aber auch dynamischer weiterentwickeln muss. Und ich beobachte häufig, dass das Thema Innovation, wenn man die Kompetenzen anschaut, die es für das braucht, müsste man eigentlich näher beim M&A-Geschäft ansiedeln als bei der Technik, weil viele Kompetenzen sind da besser verankert als bei den Ingenieuren. Ich möchte Ihnen anhand eines konkreten Beispiels, eines Projektes zeigen, was Systeminnovation jetzt für ein Projekt bedeuten kann. Ich möchte Ihnen hier nur das Netzwerk aufzeigen, das ist im Moment unser anspruchsvollstes Projekt. Der Kunde ist KSB, ein deutscher Pumpenbauer, 10.000 Mitarbeiter, international erfolgreich, klassisch konservatives Unternehmen im konservativen Markt. Wir haben Geldgeber,
Das Bundesamt für Energie war in der Startphase dieses Projekts ganz, ganz wichtig. Es gab zwar damals nur 10% an den Kosten, aber es war wichtig, damit wir die Überzeugung der Geschäftsleitung von KSB kriegten, um das Projekt überhaupt lancieren zu können. Diese Förderung ist heute abgelöst durchs BMBF aus Deutschland. Wir haben Lieferanten, die Kerntechnologien beisteuern. Wir haben ein Netzwerk von Hochschulen, die spezifische Themen bearbeiten. Wir haben Pilotkunden mit an Bord. Und das Unternehmen AWTEC hat die Aufgabe, in diesem Projekt das ganze Know-how zusammenzutragen, zu bündeln, in ein Produkt umzusetzen, die Prototypen zu bauen und zu testen. Daraus möchte ich jetzt übergehen. Wir haben aus diesen Erkenntnissen raus das Dienstleistungsangebot von AWTEC eben entsprechend angepasst, damit wir in der Lage sind, diese Bedürfnisse von Industrieunternehmen befriedigen zu können. Wir bieten hier rechts das Thema Projektmanagement an für komplexe Projekte. Das sind ausgesprochen komplexe Themen, die wir da bearbeiten, rein systemisch vom Projekt her. Wir haben den Bereich Engineering und Design, damit wir in der Lage sind, die Themen wirklich zu konkreten Produkten umzusetzen, und das Herzstück heute von AWTEC, der Bereich Applied Science, wo wir die Unternehmen unterstützen im Bereich der strategischen Vorentwicklung. Da noch schnell einen Blick rein. Das sind drei Pfeiler, auf denen wir stehen. Technologie und Know-how ist natürlich immer noch wichtig. Wir haben auf der anderen Seite Tools und Infrastruktur, also wir haben eigene Labos, wir können die Sachen wirklich ausprobieren. Und der mittlere Pfeiler, immer wichtiger, das Thema Business und Strategie, wo es darum geht, die Themen vom Markt her zu bearbeiten, auch die Unternehmen fit zu machen für das Thema Innovation, um eine spezifische Innovation aufzunehmen, auch damit die Organisation parat ist, eine Innovation, wenn sie dann soweit ist, umzusetzen. Ein paar aktuelle Kunden, all die hier bunt unterlegt sind, da haben wir irgendwas im Bereich Energie zu tun. Ich möchte zwei, drei Stichworte zu einigen sagen. Bei der Firma Zehnder, da geht es um Wärmeerzeugung, Heizsysteme, aber im Moment geht es auch darum, das Unternehmen, die Verkaufsorganisation zu befähigen, neue Produkte überhaupt in den Markt zu bringen. Für das Unternehmen BKW haben wir kürzlich eine Studie gemacht zum Thema Energiestrategie. Was kann das Unternehmen machen mit einer fossilen Strategie? Die Studie ist publiziert. Wenn man die radikal umsetzt, dann haben wir keine Stromlücke ohne zusätzliche CO2 und ohne, dass man neue Technologien erfinden muss. Da ist die Politik sicher mitgefordert. Aber auch ein Beispiel, ein Unternehmen Coop, wo wir über das Thema Verpackung, Materialeinsparung, Transportwege einsparen und so weiter, das hat schlussendlich immer auch Implikationen auf das Energiethema. Wir verstehen uns überhaupt nicht als Konkurrenz zur Hochschulforschung. Wir sind heute, denke ich, eine ideale Ergänzung. Die Hochschulforschung ist sehr, sehr stark vertikalisiert. Also sie ist in der Lage, sehr tief in Themen einzutauchen. Unsere Aufgabe sehen wir in diesem Umfeld, diese horizontal zu verknüpfen. Das Wissen in der Industrie ist branchenspezifisch fragmentiert und spezialisiert. Da transferieren wir dieses Wissen über Branchen hinweg. Wir integrieren dieses Wissen und kombinieren es mit entsprechenden Marktkenntnissen. Und unser Anspruch ist daraus, strategiekonforme Ideen mit hohem Ertragspotenzial für die Industrie zu entwickeln. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.